Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Jurassic Park The Game. Ja, wir sind letztens hier gestoppt bei der Frage, wie kommen wir am schnellsten zur Meeresausstellung. Ja, ich weiß es nicht, Norden am Meer. Wir sagen jetzt einfach mal Norden, weil großer Fluss. Ding hat ja hier, die Dr. Sorkin ja, hat ja auch immer Norden gesagt. Gut, das ist ja schon mal was. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Letzte Folge haben wir uns mit Troodons angelegt. Wir wissen jetzt eigentlich, was diese kleinen Dreckviecher sind. Und schauen wir mal, ob wir die jetzt auch wieder loswerden und was es mit der Meeresausstellung auf sich hat. Ausstellung, was glaube ich von Aufstellung. Ich frage mal sie und die Insel, weil sie interessiert sich ja sehr für die. Für sie meine ich. Ja, sie bedeutet mir sehr viel. Erzählen Sie. Ich bin hier aufgewachsen, unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin, durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster... Etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Ingen die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich. Die Insel ist jetzt ganz anders. Ich kenne sie, sie ist ein Teil von mir. Aber als Ingen auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Ingen ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknüpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Ingen-Leuten nicht zu simpel erschien. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal wieder uns los, aber interessant, sie ist ja aufgewachsen, kennt die Insel sehr gut. Aber sie sieht ja auch ein, es geht jetzt weiter. Sonst waren wir mal nett, damit sie ein bisschen sympathisch erscheinen. Ich habe so eine Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Hungrig, durstig auch. Aber ich will einfach nur Jess finden. Gut. Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass viele Theropoden aus dem Jura die gleichen Stimmorgane besaßen wie Vögel heute. Wir erreichen jetzt den vierten von 7 Aussichtspunkten der Tour. Ihr Jurassic Park Tourfahrzeug wird 5 Minuten lang anhalten, damit Sie sich die Beine vertreten und ein paar Fotos machen können. Nächster Halt, Jurassic Park Meeresausstellung und Aquarium. Also, das ist ja mal, ich würde nicht sagen Zufall. Sie haben es geschafft. Ja, nice. Sieh sich einer das an. Oh, sieht's bläulicher aus. Sind wir da? Oh, nice. Was ist das? Fütterung, oder? Sieht aus wie Futterbecken. Ja. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Killerwale. Da drüben ist ein Schild. Sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Halt! Ich habe was gehört. Alles okay.
Ah, sie sind schon da. Dad! Jess, Gott sei Dank. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inge nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Ganz recht, Doc. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio, was meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher. Das ist mein Zuhause. Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Die haut jetzt einfach ab, oder was? Warten Sie, was werden Sie... Wo geht sie hin? Was soll das denn jetzt? Keine Ahnung. Diese Rotunde. Dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Holen Sie den Aufzug wieder hoch! Das sind die Sie verschiedenen haben beim Zeiten. Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Oh, das sieht geil aus. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Moser, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Muräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll. Klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Ja, das haben sie anscheinend noch nicht geschafft. Ah, Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Okay. Was ist das hier? Ich geh mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Ach so, ich verstehe. Ja halt, ich will das nochmal gucken. Hey. Selur. Könnte genauso passen wie alle anderen. Nämlich Selur. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zeig mal, was steht jetzt hier genau? Hier ist genug, um die Reihenfolge Carbon, zu, wenn ich mich nur an die Reihenfolge auf der Anzeige erinnere. Paläozoikum. Okay. Was kommt denn dazwischen? Das können wir ja kurz nochmal nachschauen. Billy? Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paläozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Oh, schon klar. Verstanden. Oh. Beeilen Sie sich einfach. Ja, Carbon und Paläozoikum. Ja, Perm anscheinend. Anscheinend Perm. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Perm. Danach kann man ein paar Minuten zukommen. Klingt richtig. Okay, mein bester Tipp. Oh, gut. Eine Anleitung.
Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Dann machen wir das jetzt, würde ich sagen. Gott, wie war das nochmal? Ja eben, 3 Sekunden halten. Sekunden auf Input und dann auf Reset. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. What the fuck? Wieso machen die ab und zu doppelt? Das ist ganz komisch. Es buggt schon rum, ey. Aber es hat gestimmt. Perm hat gestimmt. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Kommt die Schulter in den Nerven. Leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Weiß nicht, Billy macht mir mittlerweile einen unsympathischen Eindruck tatsächlich. Genauso wie hier die Dr. Sorkin, aber die war schon seit Anfang an komisch, ey. Ach, Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Dad. Meine Ohren, liebe was ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Schwindel? Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Sieht echt cool aus. Ich denke schon. Nice. Oh, da ist ja auch die Sorkin, Alter. Mein Gott. Sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool. Vorsicht, ich gehe vor. Cool, seht euch das an. Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern von ein Wildreservat.
Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Hey, Dad, Sie hören mir nicht zu. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Mosasaurus. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. 4 andere. 3 Amerikaner und 1 Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Da hat er recht. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten. Ich merke, ich rede gerade recht wenig, weil das gerade tatsächlich gar nicht mehr so uninteressant ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Tun Sie etwas. Wir müssen etwas tun. Und was? Wir sind zwischen 2 Türen eingeschlossen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich sie getötet hätte, als ich die Chance dazu hatte. Nein! Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Laura, hören Sie auf diese Leute. Hören Sie auf Ihre Vernunft. Sie handeln irrational. Die Natur ist irrational. Rationalisierungen haben uns nichts gebracht. Es ist an der Zeit, der Natur wieder die Kontrolle zu überlassen. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Noch ist es nicht zu spät, Laura. Tun Sie das Richtige. Ich weiß, dass Sie das nicht verstehen, Jerry. Aber glauben Sie mir, ich tue das Richtige. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es. Was macht sie denn eigentlich jetzt? Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Jetzt lässt sie ernsthaft diesen Mosasaurus hier frei, den sie davor schon entwickelt hat. Plan B. Ah, oh, wie das aussieht, Alter. Bescheuert aus, ey. Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Es sieht ja sehr anders aus als in Jurassic World, aber auch nicht kacke. Das ist halt diese Vorbesserung. Oh, das sieht zur Debatte. Wir müssen Ingen zeigen, dass... Vorsicht! Oh nein.
geschieht ihr recht. Verdammt, was haben Sie sich dabei gedacht? Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Hier spricht William Yoda, Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte, große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet, zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Also da ist ja ein Bombenangriff geplant, aber am Ende ist ja dieser Nuklear nicht zerstört worden. Also, wenn wir nach der Logik von Jurassic World gehen, war da irgendwas, das dann das doch noch abgebrochen hatte. Aber ganz schön knapp. Was macht er denn jetzt? Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Was? Nein. Was soll nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal schon vergessen. Unser Deal war nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Yoder hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel geschmuggelt werden. Sie versauen es. Nein, Sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Oh, lass es doch. Und was ist mit Oscar und Dieke? Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Ich weiß nicht, manche Stellen sehen im Spiel schon sehr scheiße aus von der Qualität her, aber dann gibt es so geile Phasen irgendwie. Ich weiß nicht, ey, das ist komisch. Klar ist das Spiel schon etwas älter, aber ich finde, dass ab und zu haben sie sich ein bisschen überschätzt. Oh man, sind da überall Fische. Ist jemand verletzt? Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Yoda hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter hat er nicht. Was? Tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeih ich dir noch. Jerry, Sensi! Na toll, einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt,
Selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Wir haben doch gar keine Ahnung. Keine schlechte Idee. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier ablenken. Überlegen Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen? Tauchen, ja. Bitte, was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel übers Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Hat deine Mutter das Verbot etwa aufgehoben? Naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Namens neuer Freund? Ja, aber wenn's dich tröstet, ich hatte Hausarrest und er schlief eine Woche auf der Couch. Wie lange wird es wohl dauern, bis dieser Raum überflutet ist? Ich will's nicht rausfinden, Dad. Brauchen wir Tauchanzüge? Das Wasser sollte warm sein. So tief und zu dieser Tageszeit? Wir würden uns total unterkühlen. Keine Sorge, Dad. In Neopren sieht jeder gut aus. Ich hatte keine Angst, mich zu genieren. Ja, dann lass das machen, oder? Ich bin sofort wieder da. Fütterungsprogramm. Brutstätte B. Becken 4 steht offenbar heute für die Fütterung auf dem Plan. Na super. Das wird ihn erstmal beschäftigen. Ja, nice. Okay, Schatz, was sollen wir tun? Dad, ich hab's mir anders überlegt. So ein Atemgerät habe ich noch nie benutzt. Ich kann das nicht. Hey, du schaffst das schon. Nein, was, wenn irgendwas schief geht? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sich noch jemand verletzt. Nein, nein, schon okay, Schatz. Kein Teenager sollte so etwas durchmachen. Aber wir sind schon so weit gekommen. Ja, das stimmt. Komm, wir schaffen das. Du kannst das. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Ich will nur, dass du bleibst. Ich ertrag's nicht mehr, dass du dauernd weggehst. Ich weiß, Schatz. Aber jetzt bin ich hier und lass dich nicht allein. Ich bin die ganze Zeit über bei dir. Was ist das Taucherzeichen für okay? Dasselbe wie überall anders auch. Na gut. Ich verspreche dir, das Zeichen immer zu machen, wenn du zu mir schaust, okay? Ich hab Angst. Ich auch. Aber mit deiner Hilfe schaffen wir das schon. Okay, Jess, bist du bereit? Ja, legen wir los. Also, wie funktionieren diese Dinge? Also, das sind Atemgeräte mit geschlossenem Kreislauf. Sie sehen maßangefertigt aus. Das ist der Atemregler. Der ist in die Maske eingebaut und hilft dir beim Atmen. Kämpf nicht dagegen an. Und halt nie die Luft an. Nie die Luft anhalten, okay. Die Flasche ist klein, etwa 15 Minuten Luft. Reicht das auch? Aber die Luft, die du ausatmest, wird aufbereitet. So hält es circa 45 Minuten. Bleib ruhig, sonst verbrauchst du mehr Luft und beschädigst vielleicht sogar die CO2-Filter. Klingt nicht gut. Kohlendioxidvergiftungen sind übel. Das ist alles. Der Anzug funktioniert quasi automatisch. Er gibt dir Auftrieb und kontrolliert den Sauerstoff. Also sie hat doch gerade eben gesagt, sie kommt nicht mit dem Atemgerät klar und jetzt kann sie es doch erklären. Egal, ich will jetzt einfach raus hier. Dreh dich um. Ja, das kann man glaube ich gebrauchen.
ist alles ganz ruhig. Angenehm. Nee, also ich find's echt nervig ab und zu, dass sie so viel labern. Also, ja. Jetzt ernsthaft angelockt. Oh mein Gott. Boah, sieht schon geil aus. Würde er wissen, dass du da noch drin bist. Mach die Kacke auf. Wir müssen warten, bis er nicht hinschaut. Hä? Nein! Nein! Aber was hätte es gebracht, hätten wir ihn selbst angeschossen. Ich weiß gerade gar nicht, hätte das was geändert? Mann, jetzt haben wir nur Silber, weil ich zu früh gedrückt habe. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob das was geändert hätte. Ja, auf jeden Fall geil, würde ich sagen. Nicer Scheiß.
beim Leuchtturm. Ja, das muss es sein. Also Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann bis zur nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, ja, euch hat's gefallen. Denn ich werde jetzt hier einen kleinen Cut setzen, weil es sonst zu lang wird. Ja, bis zum nächsten Mal. Sieh an, das Glück ist mit den Tapfern.